Wir sind auf der Multimap V2.3. Ja, ich hatte da ja auch schon so einiges aufgenommen, gemacht, getan. Aber ich hatte hier einen, ja, ich sag jetzt mal Fremdmod drin, der super funktioniert hat. Aber wieder eine letzte Patch kam, hat es mir meinen ganzen Spielstand zerschossen. Aber komplett. Ich konnte also wirklich gar nichts mehr retten. Also musste ich alles wieder von vorne neu machen. Bin im Prinzip noch dabei. Ich habe schon wieder einige Silos hingestellt und bla 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 und Früchte und ne, so das Übliche. Aber es fehlt noch einiges. Ja, guck, und jetzt bin ich da so wieder mit bei, ne? Ne, das passt nicht. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das alles auf die Kette kriege. Mein Gott, was mache ich denn hier für Mist? Das ist, wenn man sich dazwischen drängeln will, dann kommt sowas dabei raus. So, Dele. Moment mal eben, ich habe gerade wieder was bemerkt, das ist doch alles kacke hier. So. Jetzt ist es weg. Gott, der ist voll. Das ist mit dem hier. Warum hat der gestoppt? Was soll das? Oder lässt er sich jetzt irritieren hier? Hm. Ich glaube, der ist von meinem Traktor irritiert. Dann fahren wir den mal weg. Dann mach du mal weiter und den bringen wir jetzt eben zur Kartoffelwäsche, die ich wieder aufgestellt habe. So. Oh, mein Hofladen hat auch schon Gäste, wie man sieht. Also ein Weihnachtsbaum, wenn man den da als Deko hinstellt, das wirkt. Ne? Das hat schon was. Das ist, ich hatte das ja im Prinzip alles am Laufen. Ne? Und wenn du jetzt wieder von vorne anfängst und den ganzen Rotz da wieder an den Gange kriegen willst, dann ist ganz schön Arbeit. Hat ja schon so einige Stunden hier drauf verbracht. Aber so wird es ja nicht langweilig. Fangen wir wieder von vorne an. Wir sind doch Kummer gewohnt. Drehschemel hat was, ne? Findet ihr doch auch, oder nicht? Oh. Ich muss ja dahin. Ah, schon wieder ein bisschen zu weit. Hätten wir jetzt wahrscheinlich hingekriegt, aber... Dann hätte das ausgesehen wie so ein Fragezeichen in der Kurve oder so.
So, entwässern bitte. Aha, wie viel geht denn da rein in das Ding? Also 20.000? Nee. 10 wahrscheinlich, 8.000 sind drin. Eben schauen. Hier bestimmt nicht. Ja, den habe ich ja jetzt da drüben stehen. Ein bisschen viel. Ich muss was haben, was ich auch mit dem Teleskoplader eventuell hinkarren kann. Muss ich da nicht immer mit dem LKW hin, ne? Das würde ja Sinn machen. Hier bestimmt nichts. Nee. Tada, tada, tadi, tadi, tadam. Was haben wir denn hier für einen Rotz? Den Wasser hat ja auch 20.000. Ja, guck mal, dann nehmen wir doch den. Dann stellen wir den da stehen mit Wasser. Ne? Das ist so eine Maßnahme. Wo ist er denn jetzt? Da. Konfigurieren. Das ist blau für Wasser. Das ist schon mal klar. Und, ja. Und das? So. So machen, ne? Design Nummer 4, was? Ich sehe keine Veränderung. Hier vielleicht? Ach so, Nummernschild. GPS brauchen wir nicht. Liquid? Nein. Nein. Diesel? Nein. Water. Kann man deutlich lesen, ne, dass das Wasser heißt. Ne? Okay. So, da kommt der wieder auf den Hof. Bada, 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 bada. Uibo. Ja, und da müssen wir langsam anfangen. Mal zu ernten. Ich wollte erstmal Sonnenblumen hinten abpflücken, auch weiß ich gar nicht, was Feld 34 war das, glaube ich, damit ich das zur Raffinerie bringen kann, zwecks Dieselproduktion. So mein Plan. So mein Plan. So, der kommt erstmal wieder hier rein. Wow! Ey, das ist so schlecht. Holla, die Waldfee. Oh, voll Trecker gelaufen. Das kann auch nur mir passieren. Stellen wir erstmal hier hin. Einmal Wasser. Wieso lenkt ja so bescheuert? Ach, Lenkachse, alles klar. Da kommt der weg. Erstmal wieder vor den. Ja, ich habe jetzt hier auf der Map, ihr seht es ja wahrscheinlich schon, also die Map Yasuo habe ich ja sehr glaslastig, sag ich mal. Und hier ist alles gemischt. Von jedem was.
Ich habe mir gedacht, hier, das ist so ein großes Areal und so ein großer Hof. Ich mache hier von jedem was. Oh ja, und mein lieben Freund Jan muss ich auch noch was zeigen. Oh. Da rauschen wir mit ihm schon hin. Mein lieber Jan, du hast dir ja was vorgenommen, was du demnächst machen wolltest. Ja, es tut mir ja fürchterlich leid, mein Freund. Aber du bist zu spät dran. Simsalabim. Simsalabim, habe ich gesagt. Hallo? So. Schau, schau, mein Freund. Guck dir das an. Was du machen wolltest, gibt's schon. Pass mal auf, wir werden hier mal einmal rausfahren. So ins Licht. Was ich natürlich sehr doof finde, dann habe ich extra oben mit die Tröten hier. Aber so eine Pippel-Hupe, also das ist ein bisschen blöd. So. So sieht es von innen aus, mein Freund. Und jetzt guck es. Da oben. Du kannst den Sitz klappen. Lenkrad. Hoch. Lenkrad runter. Also achte ich hier. Scheibenwischer an der Seite. Scheibenwischer vorne. Ist das was oder ist das nichts? Ja, Heckfenster ist auch klar, ne? Hier sind die Warntafeln. Dachluke hat er keine. Frontscheibe geht natürlich auch nicht auf. Moment. Dann haben wir hier noch. Kannst du die Anzeige umstellen? Man kann zwar nicht viel erkennen, zumindest ich nicht. Aber kannst dich dann so zur Seite drehen. Es ist schon geil gemacht, das Teil, ne? Oder? Ich finde schon. Ist schon schön. So, mach die Tür wieder zu. Dann fahren wir wieder in den Stall. Das Einzige, was ich hier auszusetzen habe, ist halt die Hupe. Ne? Da habe ich mir den mit Horn ausgesucht. Und da hast du so eine... Ja, natürlich ein bisschen... Finde ich ein bisschen albern, aber naja. Ob dir. Aber ansonsten ein schönes Teil, muss ich sagen. So, jetzt fährt man den Anhänger noch weg, ne? Ja, Jan, da tut mir leid, da kommst du zu spät mit deiner Idee. Ich meine, du kannst natürlich selber auch noch einbauen, klar. Dem steht ja nichts im Wege, aber... Ich wollte nur sagen, es gibt schon. Ja. Ach, warum soll ich mir quer? Da kann ich auch einfach haben. So, den dahin. Der kommt wieder zu seinem Abstellplatz. Oh, hoppala. Das Original oder muss halt so? Oh, JJ. Aber
egal, für meine Zwecke reicht das Ding. Ja, wie ihr seht hier nichts. Doch, jetzt seht ihr. Ich habe meinen Hof hier noch komplett neu gepflastert, hier die Halle für Ballen hingestellt. Lagerplatz für Quaderballen da drüben. Also Quadersilageballen so. Alles schön. Schön befestigt hier, damit diese Matscherei endlich aufhört. Ja, ein schöner Parkplatz direkt für meinen Hofladen mit dazu. Ja, ja. Es läuft, es läuft. So, mach ihn voll, bitte. Mein Kaffee ist auch so gut wie leer. Ach Gottchen. So, dann wollen wir das mal dahin bringen. Ein Gammas. Habe ich noch nie gefahren. Gammas Tatra kenne ich. Den habe ich schon gefahren, aber. Aber auch kein neuere. Das war mehr so ein. Ja, war ein etwas älteres Modell, sagen wir das mal so. Oh, aber eine schöne Hupe. Ja, sowas hätte auf den Schlepper gehört, ne? Wenn du schon Hörner drauf hast und nicht so ein Piep, Piep. Das finde ich auch für den LKW-Hersteller sowas von, weiß ich nicht. Da kaufst du einen Riesentruck, LKW. Ne? Über 400 PS, schlag mich tot. Und dann drückst du auf die Hupe, da meinst du, da hättest du Maus auf den Schwanz getreten. Ne? Warum baut man nicht vernünftige Hörner, Lufthörner daran oder überhaupt eine vernünftige Hupe in dem Sinne, sage ich mal. Also da komme ich nicht hinter. Wenn Pkw-Fahrer vor dir rumgurkt und der sein Radio anhat, der hört dich garantiert nicht, wenn du da drauf da rumhubst. So, machen wir den eben voll. Wunderprächtig. Fertig. So, wo stelle ich jetzt den Bomber hin? Tada, 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 tada. Am besten so, dass er nicht stört, ne? Hier den Platz brauche ich zum Befüllen. Au. Autsch, autsch, autsch. Machen wir das mal hier hin, das Gelumpe. Holla, die Waldfee. Hoffentlich ist da nichts kaputt gegangen. Das hörte sich ja schlimm an. So, das ist dieses. Mal eben testen. Da muss ich ja Kartoffelkisten hier hinkriegen. Übrigens, Kartoffelkisten, ich hatte das auf der Map ja so versucht. Die haben hier die gewaschenen Kartoffeln nicht angenommen. Weder direkt bei Verladung noch mit dem Frontlader befüllen, also es ging nicht. Und da hat mein Freund Jaso, der Jan, hat mir das umgeschrieben. Er meint, das geht jetzt. Das werden wir dann mal irgendwann mal ausprobieren. Jetzt werde ich erstmal welche reinschmeißen zum Testen. Ach, jetzt habe ich hier wieder die große Schaufel. Ja, gut, okay. Ist nicht so schön, aber geht auch. Ich meine jetzt nicht von der Menge her die große Schaufel, sondern von der Breite, die ist. Der Trichter könnte ein bisschen breiter sein. Das ist sehr, sehr knapp, sag ich mal. Dass am Ende da so was nebenher rieselt, das ist normal, ne? Dürft ihr euch nichts bei denken. Also das habe ich, wow,
jetzt schon des Öfteren festgestellt, das ist ja, ist halt so. Und warum ich das mit der Schaufel mache, ist ganz einfach erklärt, geht anders nicht. Du kannst nicht mit dem Anhänger befüllen. Du musst die Kartoffelwäsche mit der Schaufel befüllen. Ja, dann hätte ich auch bald auch Fehler gemacht, wie ich das Spiel gestartet habe. Gucke ich so durch die Mods. Oh, Update für die Kartoffelkisten. Und ich wollte schon auf Aktualisieren drücken. Und da fiel es mir ein. Oh, bloß nicht, weil du hast ja die veränderte Version da drin. Ist ja ganz klar. Gut, ich habe noch das den ZIP-Ordner habe ich mir ja noch mal extra gesetzt hier von Jan. Alles wäre jetzt nicht verloren gewesen, aber muss ja nicht sein, ne? Dann fährst du da drunter und echt geht ja doch nicht. Na klar. Aber so habe ich es doch früher noch gemerkt. Aber so ist das, ne? Ich weiß noch, im 17er haben wir auch mit ein paar Leuten zusammen gespielt und ich hatte ein paar Mods, die ich verändert hatte, hatten wir halt da mit im Mod-Ordner, zum Beispiel Lademenge vom Ladewagen zum Beispiel. Und ja, da hat auch jemand mitgespielt und ist dann wohl auch vor dem Start Update, hat das Update gemacht, ja. Und dann kam die Meldung, geht hier nicht. Funktioniert nicht. Ja, wieso das? Wieso komme ich nicht mehr ins Spiel? Ich habe doch den Mod drin. Ja. Aber halt den veränderten, nicht mehr meinen. Hoppala. Ja, da funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Ja, hier in die Forst, wie ihr seht. Die Halle habe ich schon wieder stehen. Habe ich auch ein bisschen was getan. Maschinen stehen hier, Halle steht. Jetzt wollte ich hier noch eine Werkstatt hinhaben und einen Kärcher muss ich mir noch irgendwo hinstellen. Die Geschichte ist aber noch nicht in Betrieb, weil ich noch zu wenig Hackschnitzel habe. Oder das ist ja durch hier. Nee. Jetzt waren wir hier drin. Erst 4500. Also hier muss ich auch noch einiges tun. Nein, nein. Alle. Nein. Ah, komm. Ja, dann rennen wir zu Fuß rüber. Apropos, ja, können wir drüben machen. Wir werden jetzt in die Sonnenblumenernte einsteigen. Yep. Und 2, 3, ein Lied. Ich schmelze dahin. Weg hier. Aber nun gut. Es ist ja Adventszeit. Da darf man das mal machen. Ach Quatsch, was bin ich blöd? Ich kenne mich auf dem eigenen Hof nicht mehr aus. Yes. Wo kommt was da? Alle, hopp. Da wollte ich doch hin. Und zack. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wo ist er denn? Was? Nein. Sonnenblumen. Genau. Der kann auch Sonnenblumen? Wir machen das mit dem Maisgebiss. Ich glaube, das passt besser.
So rein von der Optik her schon. Ah, okay, dann nicht. Dann machen wir das so. So, wo hänge ich denn jetzt wieder? Also manchmal ist das echt merkwürdig. Nein. So, 35 ist es. Ich bin da. Dann fahren wir da lang. Ja, beim Vierhändler runter, genau. Bis unten, rechts rum, alles klar. Viehhändler, da muss ich da raus. Baba, bada, bada. Bitte machen Sie die Tore auf. Jawohl, danke. Ja, letztes Mal war ich ja schon so weit, hatte ich ja hier hinten schon diese Transportboxen schon gefertigt und ne, da war ja schon einiges was los, aber wie gesagt, das ist alles futsch. Aber komplett alles zerschossen. Ich musste also wirklich alles von vorne anfangen. Gut, Map Yasuo war nicht so schlimm, habe ich ein neues Update gekriegt, hätte ich eh neues Safe Game anfangen müssen. Nicht schlimm. Hof Bergmann kommt auch noch die 006 demnächst raus. 6? Nee, 005, ne? Auf jeden Fall, ist egal, kommt auf jeden Fall auch noch ein neues Update. Wollte ich vorher nicht weitermachen, dann muss ich auch wieder ein neues Safe Game anfangen. Also auch egal. Die Kaifek Map. Da brauchte ich. Doch, war auch ein neues. Genau, war auch ein neues Safe Game. Habe ich auch neu angefangen. Ja, das Einzige, wo ich nicht hätte neu anfangen brauchen, wäre halt die Multimap gewesen. Aber, wie gesagt, ich hatte mir alles zerschossen. Darum der Wegen. Es ist alles wieder arg durcheinander. Es kommt nicht so viel wie vorher. Erstmal war ich auch noch krank. Also ich habe wirklich ein paar Tage im Bett gelegen, da ging eigentlich nichts mehr. Und ja, meine Frau ist auch so schwer krank, meine krank sowieso. Und jetzt hat sie auch noch so eine ja, dämliche Grippe dabei, die ist total fertig. Also muss ich da auch noch so ein bisschen drauf achten. Ja, so ist das dann einfach. Ne? Dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Und was? Ja, das, was nicht so wichtig ist, ist ja ganz klar. Es ist halt nicht zu ändern. Ich hatte mir das alles ein bisschen anders gedacht. Auch was die Abos angeht, das stagniert alles im Moment. Also es wird nicht mehr. Was aber, glaube ich, auch normal ist zu Anfang. Aber ich verlange ja auch nichts Unmögliches. Mein Gott. Erstmal musste das ja. Woher sollen die Leute das wissen? Ich kenne ja so nicht viele, dass ich, oder zumindest, dass ich Videos mache. Und ich mache ja keine große Werbung dafür. Das ist genauso. Was mir gerade auffällt, wieso sehe ich denn keine Chat-Einblendung? Hä? Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Wirklich nicht. Ich hatte jetzt hier eventuell der Jan, der irgendwo rumchattet. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal so. Oder ist einer der wenigen, der mich. Oder Jan ist mein erster Follower überhaupt. Der wird dann ja wahrscheinlich eine Nachricht gekriegt haben. Aber wieso sehe ich denn keinen Chat?
Nein. Was bitte schön läuft denn jetzt hier wieder verkehrt? Ah, Mann, ey. Auf was man hier alles achten muss, ne? Es ist unglaublich. Man möge es mir verzeihen, ich hole mir eben ganz kurz hier. Nee, kein Chat. Ja. Oh no. Was mache ich denn jetzt? Die Flütges. Ich mache hier mal erst Schluss. Ich stoppe das Ganze mal und ich guck mal, was ich hier falsch eingestellt habe. Liebe Leute, ich melde mich erstmal ab. Bis später.